Und ist wieder Aschebombe. Jos, grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Laufe ich jetzt dran vorbei? Nee, ich muss tatsächlich hier lang. Gut. Laufen wir hier dran vorbei. Ich bin ein bisschen heißer wie die beiden. Oh, ich kann mich nicht beschweren. Kann mich wirklich nicht beschweren. Aber schön, dass bei dir alles gut ist. Freut mich sehr zu hören. Ah, guck mal, die Lichtschwerter-Heinis sind noch da. Die haben sich nicht verändert. Was jetzt da? Nein. Ich weiß nicht, warum ich das wieder bekommen habe. Ja. Die einzige Sache, die ich jetzt gerne wissen würde. Aufstehen! Jetzt muss ich mich um die hier kümmern. Ich bin mal schwer rum, dass wir uns jetzt um die kümmern. Ups. Alter, der schießt aber auch gleich, ne? Ja, immer wenn ich die Form annehme. Echt nicht zulassen. Was ist das? Reagiert allergisch auf sowas. Boah. Wieso geht der scheiß Autofokus da drauf? Und nehmen wir mal kurz ein bisschen auf. Genau, schießen die andere Richtung, bitte. Alter! Er dreht sich ja! Ey, das habe ich ja gar nicht gesehen. Wow, das ist ja krass. Er dreht seinen Oberkörper und ballert es in jede Richtung. Ist ja krass. Voll gemein. Aber mit der Taktik habe ich jetzt voll nicht gerechnet bei dem. Was? Manche Gegner können mich tatsächlich noch erstaunen. Bin ich überhaupt hier so? Ja. Heftig. Ach nee, nicht Goblins. Und los. Ja, guck mal, die Goblins sind nicht akasisch. Was soll denn? Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Wenn ich spinne, ja? Wieso die Goblins nicht? Das verstehe ich gerade nicht. Zurücklaufen. Okay. Kann ja passieren.
Ah, oder das ist die Brücke, oder? Komme ich da unten lang? Oder ist das das Anzeichen, dass ich nur oben rüberkomme? Bremsung. Ich komme hier lang. Hier hoch. Ah, okay. Doch einfacher wie gedacht. Okay. Gut. Wäre toll, wenn ich oben links so eine kleine Minimap hätte. Hallo, absteigen. Danke. Ich will eigentlich gar nicht gegen euch kämpfen. Ich will meine Revanche haben. Oh, ich hab auf Folgen mal. Naja, jetzt mehr zum Kloppen. Doch nicht. Nee. So, Arschloch. Jetzt fangen wir mal an. Das habe ich mir gerade kommen genommen. Dreht sich jetzt sogar. Mensch, das habe ich gar nicht, echt nicht mitgekriegt. Mehr. Oh, Systemerror. Ich glaube, ich habe ihn gerade kaputt gemacht. Ich werde mal so ein bisschen an seinen Kräften lutschen. Ja. Oh, ich. Oh, das ist so gemein manches Mal an den Stellen. Kein Problem, Jus. Überhaupt kein Problem. Dafür bin ich ja da. Das ist sehr. Wiederkunft nach Sirischen Echos. Mehr, dann ist das überall anders, aber dann kommen wir wenigstens zu Mada und da den nächsten Auftrag noch annehmen. Die hat immer was. Zu Mada ist Mada, Mada. Je weiter singe ich nicht um die Uhrzeit. Und ich will nicht, dass eure Ohren bluten, ne? Also, nehmt diesmal ausnahmsweise mal ein bisschen Rücksicht auf euch. Clive, ich wollte gerade nach dir rufen lassen. Würdest du bitte etwas zu Sir Wade nach Eastpool bringen? Saatgut, zum Pflanzen. Je früher sie dort mit dem Anbau beginnen, desto besser. Bis sie genug ernten, werde ich natürlich weiterhin Lebensmittel schicken. Aber wenn Eastpool überleben soll, müssen die Menschen dort allein zurechtkommen. Das gilt vor allem für die Träger. Sie haben immer nur Befehle ausgeführt und jetzt sind sie ihre eigenen Herren. Kein Wunder, dass sie keine Ahnung haben, wie sie sich versorgen sollen. Also müssen wir es ihnen zeigen. Ich könnte auch jemand anderen schicken. Aber die Kutscher, die Eastpool mitbeliefern, erzählen in letzter Zeit immer öfter von Akasischen, die sie unterwegs sichten. Sir Wade will mich wohl nicht beunruhigen. Mir hat er nämlich nichts davon gesagt. Aber wenn jemand mehr aus ihm rausbekommen kann, dann du. Ist gut. Danke. Ich wusste, ich kann auf dich zählen.
Hier, genug Samen, um bald das ganze Dorf mit Gisakraut zu versorgen. Gisakraut? Zugegebenermaßen nicht das leckerste Gemüse. Aber es wächst schnell, ist widerstandsfähig und macht satt. Besser als andere Pflanzen, die beim ersten Frost eingehen. Und Chocobos lieben Gisakraut. Das kommt uns zugute. Schließlich brauchen wir auch gesunde und kräftige Tiere, wenn uns der Aufbau von Eastpool gelingen soll. Roh ist es ganz schön bitter, aber richtig zubereitet ist es auch für Menschen genießbar. Man lernt wohl nie aus. Also gut, gib die Samen einfach Sir Wade. Er weiß schon Bescheid. Und frag ihn auch nach den Akasischen, ja? Gut, mach ich. Jawohl, Mann, machen wir. Hey, Alisea, ich klatsch euch so gerne auf die Finger. Nee, versucht mich zu beklauen. Ja, ja, ja. Hui, Schatz. Hui, aus. Hui, hui, hui. Hui, 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 hui. Wenn ich mit dieser Barrikade... Ich kann auch mit einer Hand steuern. Ah, was für ein Ärger. Ja, so muss das sein. Voller Einsatz. Sonst geht das hier nicht. Passt mich gar nicht. Man erkennt ja kaum was. So, wir müssen... Ach, guck mal, da können wir doch einfach hinporten. Okay, du musst ihn besser ablegen. Das wird jetzt nicht mehr gehen. Ich bin gewappnet. Jetzt versuchst du mich wieder zu kitzeln. Ich hab gehört, die Hüter wollen das. Schatz, muss ich jetzt wieder so reagieren wie beim Erschrecken? Nein? Okay. Das ist böse, Schatz. Ah, Lord Rossfield. Was führt euch nach Eastpool? Eine Lieferung von Martha. Ah, sicher die Gisa-Samen. Zum Glück greift Martha uns unter die Arme. Einen Versuch ist es wert. Schließlich wäre es ein Jammer, wenn die alten Weizenfelder lange brach legen. Wir hätten sie natürlich schon bestellen können. Aber ohne Saatgut? Martha möchte vor allem, dass ihr den Trägern den Gemüseanbau erklärt. Damit sie irgendwann allein zurechtkommen. Eine ausgezeichnete Idee. Die Träger, die wir hergebracht haben, waren gerade erst ihren Ketten entkommen. Freiheit ist neu für sie. Sie haben nie gelernt, wie man sich selbst versorgt. Deshalb liegt es an uns, es ihnen zu zeigen. Nach all den Jahren des Wegschauens ist das das Mindeste, was wir für sie tun können. Ich gestehe, dass ich und meine Männer bislang kein gutes Beispiel waren. Ohne Marthas Lieferungen wären wir hier wohl schon längst verhungert. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir uns alle selbst versorgen. Egal ob Träger oder Hüter. Allerdings haben wir im Augenblick alle Hände voll damit zu tun, die Verteidigung von Eastpool zu stärken. Es gab beunruhigende Sichtungen hier. Die Horde, sie rückt näher. Sie sind schon fast hier, Sir Wade. Verdammt, ich dachte, uns bliebe noch Zeit. Versammelt euch im Zentrum und ruft Verstärkung von der Rast. Ja, Sir Wade. Die Horde. Akasische, und zwar richtige Scharen. Sie wurden immer häufiger hier in der Umgebung gesichtet. Gegen diese Überzahl können wir unmöglich ankommen. Ich wollte mit meinen Männern einen Schutzwall errichten, damit wir eine Chance haben, das Dorf zu verteidigen. Aber dafür ist es zu spät. Ganz genau. Wenn die Männer von der Rast vor den Akasischen eintreffen, dann könnten wir es schaffen. Aber selbst dann nur mit einer großen Portion Glück. Und wenn ihr hier in Eastpool Verstärkung anfordern würdet? Meint ihr die Träger? Wir haben sie hergebracht, um sie zu retten, nicht um sie in den sicheren Tod zu schicken. Sir Wade, ihr braucht Hilfe bei der Verteidigung. Redet mit den Trägern. Sie wollen sicher auch für Eastpool kämpfen. Auch wenn es keine ausgebildeten Soldaten sind. Ihre Unterstützung könnte den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten. Ihr habt recht, Milord. Ich werde mit Ihnen reden.
Freunde, wir brauchen eure Hilfe. Der Feind ist uns Hütern zahlenmäßig überlegen. Aber ich weiß, dass wir ihn besiegen können. Mit eurer Unterstützung. Wir sollen uns für euch opfern. Köder spielen und diese Monster ablenken, damit ihr euch retten könnt. Wie konnten wir euch nur vertrauen? Was ihr auch sagt, ein Zuhause ist den Tod nicht wert. Aber es ist wert, dafür zu kämpfen! Sir Wade und seine Männer kämpfen, damit ihr eine Chance habt. Genauso wie ich und Sid es tun. Wir wollten, dass ihr ein Zuhause bekommt, wo ihr frei seid. Und das habt ihr nun. Hier, dieses Dorf, Eastpool. Eastpool ist euer Dorf, euer Zuhause. Und wenn ihr nicht dafür kämpft, was euch gehört, verliert ihr es. Ihr wisst es selbst. Diese Welt will euch alles wegnehmen. Wirklich alles. Euer Zuhause, eure Freiheit, sogar euer Leben. Wie lange wollt ihr das alles noch tatenlos über euch ergehen lassen? Wollt ihr euch wie wehrlose Lämmer eurem Schicksal ergeben, ohne auch nur ein einziges Mal zurückgeschlagen zu haben? Oder wollt ihr wie freie Männer und Frauen kämpfen? Was tust du? Ich kämpfe. Gebt mir ein Schwert. Ich habe nie ein eigenes Zuhause gehabt. Und jetzt, wo ich es habe, will ich es nicht wieder verlieren. Und wenn ich dafür kämpfen muss, dann werde ich es tun. Wie wir alle. Wir kämpfen gemeinsam, weil wir es wollen. Ja. Für Eastpool! Für Eastpool! Danke, Martha. Wir reden später. Erst sprechen die Waffen. Zeigen wir ihnen, was Freiheit bedeutet. Werden wir. Gut, mit so vielen helfenden Händen sieht die Lage schon anders aus. Ja, dank dir. Ach, ich rede immer nur, wie mir der Mund gewachsen ist. Lord Rossfield, Milady, wir sind soweit. Wie lautet der Schlachtplan? Wir teilen uns in mehrere kleine Trupps auf. In jedem davon Hüter, Träger und Wachen von der Rast. Diese beziehen an strategischen Punkten ums Dorf Position. Sobald die Akasischen angreifen, lenken die Trupps sie ab und versuchen, ihren Vormarsch zu bremsen. Gleichzeitig fallen sie langsam zurück. Ihr wollt sie ins Dorf locken? Richtig. Indem wir uns aufteilen, machen wir uns auch angreifbar. Verwundete müssen wir aber um jeden Preis verhindern. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf unsere Verteidigung. Um die Bewegungen der Trupps zu koordinieren, geben die Träger Signale weiter. So können wir die Akasischen dort zusammenführen, wo wir im Kampf einen Vorteil haben. Das heißt, im Idealfall auf dem Dorfplatz. Hier können unsere besten Kämpfer den Feind zusammentreiben und angreifen. Und wir beide geben ihnen dann den Rest. Ein guter Plan. Allerdings muss jemand mit kühlem Kopf und Nerven aus Stahl den Trupps die Befehle geben. Und dafür kommt nur einer in Frage. Ihr, Sir Wade. Bitte, unterstützt die Leute da draußen. Wollt ihr den Ruhm für euch? Sir Wade, Sie sind hier! Ihr wisst, was zu tun ist. Wir arbeiten zusammen. Jeder erfüllt seine Aufgabe. Ein jeder schützt seinen Nächsten, damit keiner von uns fällt. Und Eastpool bestehen bleibt.
Für Rosaria! Für Rosaria! Keine Zeit zum Diskutieren, Milord. Ich tue, was ihr verlangt. Und ich, was ihr verlangt. Dann begeben wir uns besser auch in Position. Ich bin bereit, Martha. Die Ruhe vor dem Sturm. Und da kommt er. Ich lasse nicht zu, dass Eastpool fällt. Und der Chat sagt, Dante, haben wir das Skript nicht gelesen. Wir haben einfach umgeplant. Leute, ja gar nicht, ne? Einen eigenen Pfannenarmee. Hässlich. Bitte euch bitte in Reihe und Glied aufstellen. Manuel, schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Gib's einmal gut durch, ne? Ich habe selbst schon gekommen. Danke. Weißt du, worauf ich eigentlich noch warte? Auf einen Chocobo-Moppel. Ja, Chocobo-Moppel. Gibt's denn hier da? Was denn? Vielleicht. Kommt's ja noch. Nö. Stufe 2 ist schon ein bisschen besser. Und nur eine kleine Nebensache nebenbei, ne? Die Kekse sind dort nicht mehr. Alles perfekt, wenn ich streame? Ah, das geht runter wie Öl, Manuel. Bei mir ist alles bestens. Bei mir ist wirklich alles gut. Danke der Nachfrage. Bisher ist alles gut gegangen. Lord Rossfield! Planänderung. Was ist los? Ein Stolas war hier. Bei Rhiannons Ritt wurde ein akasischer Curl gesichtet, der sich auf die Rast zubewegt. Und die meisten Wachen sind gerade hier. Sir Wade, wie ist die Lage um Eastpool? Schwer zu sagen. Meine Männer kämpfen noch, aber ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Ich könnte ein paar von ihnen rausschicken, um den Curl zu suchen. Nein, sie werden hier gebraucht. Ebenso wie ihr, Sir Wade. Ihr habt das Kommando. Ich suche den Curl. Kommt nur nach, wenn Eastpool sicher ist. Zu Befehl, Milord. Der Begründer sei mit euch. Rettungsaktion wieder machen, ja? Gut, kriegen wir hin. Obwohl, das haben wir eigentlich noch die andere dabei. Nee, ne? Der Drache war hier, ne? War der dort? Naja, egal. Ich glaub was nicht, dass ich auf einmal doch auf einem deinem Drachen lande und doch nochmal versuche, ihn zu klatschen. Ich hatte beim ersten Versuch, den Drachen da fertig zu machen. Hoffe ich eigentlich richtig. War sie ungefähr 10 Minuten, wo ich ihn zur Hälfte runtergeschlagen habe. So, das fiel es dann doch noch ein bisschen heftig. Auf geht's. Aber es kommt noch dran.
War ich ja irgendwie 12 Level unter ihm? Bin ich ja keine 12 Level mehr unter ihm. Wieso werden die... Doch. Die Goblins sind doch arkasisch. Manuel, meine Frage. Ist mein Ambrosiam, also mein Gockel, schneller wie dein Wagen? Wie süß, Mietzetatze. Da ist er. Auf geht's, Torgal. Erstmal ein bisschen Katze flambieren. Was ist das? Wir werden auch schon immer krasser hier mittlerweile. Könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein. Aufhören. 60.605, neuer Rekord. Hab's über 60 geschafft. Aber dafür gab's kein Archiv mit, ne? Nur über 50.000, ne? Finde ich voll schade.